Der verfluchte Laubbläser den ganzen Morgen. 19 Grad wird's heute. Und ansonsten auch schönes Wetter. Basteln ist heute angesagt, der Hintergrund. Den kleinen Hintergrund, den ich gebastelt habe für das kleine Terrarium, das mag der Frosch irgendwie nicht. Der sitzt wieder im Dach statt auf den Blättern. Und auch sonst. Na, egal. So, mittlerweile ist es draußen wärmer als hier drin, deswegen haben wir alles aufgerissen. Die Anne hat unseren Fischtank sauber gemacht. Fische wieder happy. Und ja, wunderschönes Wetter. Es riecht allerdings sehr komisch nach Rauch draußen. Die offizielle Luftqualität ist leider unhealthy. Von daher, ja, es ist halt ein zweischneidiges Schwert mit der frischen Luft. Uns ist auch Post gekommen. Lebende Tierchen. So. Live animals. Was heißt liebe Lebende Tiere. Tier? Ja. Schauen wir doch mal, ob die Springtails überlebt haben, die meiner Terrarium, unser Terrarium, aber auch größere Blumentöpfe sauber halten sollen. Also angeblich, wenn die nicht genug Sauerstoff bekommen, sollen die tot aussehen. Aber danach 2, 3 Stunden, wenn man denen kurz Frischluft gegeben haben, wieder zum Leben erwecken. Ist auf jeden Fall gut verpackt. Oh, hier ist dann extra Yeast, Futter für die, sogar ein Löffelchen. Und hier sind die Springtails. Auf Kohle. Gucken wir doch mal. Spannung. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo ist die? Die bewegen sich nicht. Ich sehe nichts. Siehst du irgendwas? Ich weiß es nicht. Na. Okay, geben denen jetzt mal ein bisschen Sauerstoff und dann gucken wir mal in 2, 3 Stunden nochmal, ob sie sich Okay. dann hoffentlich bewegen. Ansonsten muss ich davon ausgehen, dass sie tot sind. Okay. So, das Zeug ist mittlerweile fest geworden. Jetzt werde ich hier ein bisschen rumschnitzen. Gleich nochmal braunen Silikon kaufen. Das erste Problem habe ich ja bereits festgestellt: es ist gewölbt. Oh, da muss ich mir überlegen, wie ich das. Es funktioniert schon wieder nicht. So, der Hintergrund ist fast even, aber super krasse Löcher drin. Ey. So, ich habe eine Textnachricht bekommen vom Boss an alle CFIs. Der hat 2 weitere Helikopter gekauft. Die sind zwar etwas älter, also die sind nur noch 50 bzw. 200 Stunden vom Overhaul entfernt. Das heißt, danach kannst du nicht mehr fliegen. Und die sind in Seattle oben in Washington. Und die müssen hierher geflogen werden. Und jetzt sucht er einen Studenten, der dafür bezahlt. Also der Student muss dafür bezahlen 75 Stunden, Dollar pro Flight Hour, also pro Stunde. Es ist ein 2-Tagestrip. Übernachtung. Hotel, also und den Flug nach Washington für den Studenten und sich selbst. Und wenn ein Student dafür gewillt ist zu zahlen, ist es ziemlich günstig, actually, weil der braucht nur 75 Dollar für den CFI zu bezahlen für den Flug und nicht nochmal extra für die Flugstunde, was normalerweise auch um die 300 Dollar ist. Naja, auf jeden Fall bezahlt er 1500 plus, naja, um die 2000 Dollar. Etwas mehr für einen 2-Tagestrip, 8 Stunden Flug. Mit dem Instructor von Washington nach Kalifornien. Das wäre geil. Allerdings habe ich keinen Commercial Studenten gerade. Es ist ideal für einen Commercial Student. Der zahlt für 8 Stunden 8 mal 3, ja, den gleichen Betrag. Und der braucht die Flugstunden.
So, Lien ist unterwegs einkaufen. Komischerweise kriegen die es bei Lowe's nicht gebacken, den braunen. Hier, das Zeug, was ich brauche für mein Carving. Mit dem komme ich weiter voran. Nimmt langsam ein bisschen Gestalt an, aber ob es das wird, weiß ich immer noch nicht. Lien gebacken, Brownies, denn ich hatte Hunger. Ist doch ein bisschen warm. Ja, Lien ist unterwegs und wartet meinen Anruf, damit ich es abholen kann. Wird eventuell nichts draus. So, diese Opportunity für einen Commercial Student von meinem Boss, das habe ich auf Facebook gepostet. Ey, ich habe innerhalb von 5 Minuten so viel Hate, Hass und Abneigung geerntet, weil die es einfach nicht gebacken bekommen haben. Die haben gedacht, ja, wir suchen nach einem Commercial Pilot, der das macht und dafür bezahlen soll. Dem ist aber nicht so. Wir haben einfach nur nach einem Studenten gesucht, der nur die Hälfte der normalen Rate dafür bezahlen muss für einen Flug. Die brauchen 150 Stunden für die Commercial License. Und das ist die geilste Gelegenheit, 8 Stunden quer durchs Land zu fliegen, also was heißt quer durchs Land, von Norden nach Süden, mit einem CFI, also mit einem Lehrer, so Fluglehrer sozusagen, der dem tonnenweise Sachen beibringt. Ground ist alles inklusive und die kriegen es einfach nicht gebacken. Na, ich musste die Posts nach 5 Minuten löschen, denn da kam so viel Hass entgegen. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Naja, ich habe ehemalige Kollegen von Sundance Helicopters und so weiter in Las Vegas, die haben mir Nachrichten geschrieben, dass es wohl eine gute Idee ist, das runterzunehmen. Die haben es auch nicht gerafft. Die meisten, die haben es einfach nicht gerafft. Oh mein Gott. Na, ich kabe hier mal weiter. Spiele nebenbei ein bisschen Poker, mache ein bisschen Geld. Und draußen ist es mittlerweile 16 Grad. Das heißt, die Fenster muss ich jetzt gerade schließen, denn ich friere. Meine Füße sind kalt. So, ja, ich habe den Typen mal angeschrieben, der mir die Isopods da verkauft hat. Denn die haben, obwohl ich die gerade ein bisschen gefüttert habe, sind da nur ein, zwei alive. Und leben noch. Also da sollten 300 bis 500 lebende Isopods drin sein. Ist nicht der Fall. Verflucht. 10 vor 5, Lene ist immer noch unterwegs und fotografiert jetzt gerade den Sonnenuntergang. Und das braune Silikon. Auf den Namen Silikon bin ich sogar nicht gekommen. Ist abholbereit. Naja, ich habe, das so bleibt das jetzt erstmal. Ich habe hier für ein Blümchen Platz, hier für ein Blümchen, hier ist es, weiß ich nicht. So bleibt das jetzt erstmal. Ist ein bisschen dick geworden. Und ich habe hier halt ja, wie gesagt, die Rückseite abtrennen müssen, weil es so gewölbt war. Jetzt ist das einigermaßen flach. Aber ich das hier noch zu Ende mache heute. Das Silikon braucht hier 24 Stunden. Mache ich wahrscheinlich. Muss ich mal sehen. Das andere kriege ich jetzt nicht mehr hin. Das Licht wird immer schlechter. Und ja, mal gucken, ob ich noch anfange zu schnitzen, aber eher unwahrscheinlich. So, eine Riesenschweinerei weiter. Habe ich mich doch noch an das zweite Ding gemacht hier. Mal sehen. Hier sind immer noch nicht zu Hause. Mittlerweile 6. Das dritte mache ich aber jetzt nicht mehr. So, Lien ist immer noch nicht zu Hause. Mittlerweile haben wir 17:45. Oh, da 17:47 oder irgendwie hast. Naja, auf jeden Fall habe ich das dritte doch noch schnell fertig gemacht. Und das Chaos ist noch größer geworden. So, jetzt machen wir schnell ein bisschen sauber, bevor die Lien nach Hause kommt. Die müsste auf dem Weg nach Hause sein. Ansonsten kriegt sie die absolute Krise. Die hat nämlich hier schön sauber gemacht und gestern gesaugt und alles. Are you so happy? Why not? So, wir haben Abendessenszeit. Bereits um 20 vor 8. Es gibt mehr oder weniger das gleiche wie gestern, nur mit frischem Fleisch. Aber ansonsten der Reis mit der leckeren Soße von gestern. Ist noch ein bisschen zu für Nachrichten, von daher gibt es leider keine Nachrichten, aber nichtsdestotrotz habe ich mir mal wieder was vorbereitet hier zum Gucken. Und es ist lausig kalt hier drin. Ja, und ich habe den Sender dieser Springtails, die ich heute bekommen habe, angeschrieben, dass ich nur ein lebendes Ding gefunden habe. Und er meinte, ja, nach den 24 Stunden sollten sie den Schock des Transports überwunden haben und dann sollten da hunderte von kleinen Viechern dann rumspringen. Da bin ich mal gespannt. Wenn nicht, schickt er sie nochmal. Ich hoffe, das ist nicht nötig, aber mal sehen.